Hi, mein Name ist Sarah Brigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich wollte eigentlich ein anderes Video machen, aber ich bin nochmal bei The Voice of Germany stecken geblieben. Und zwar, weil eine Sängerin gesungen hat in den Battles, die ich schon vor, ich weiß nicht, ich glaube, sie war vor 10 Jahren oder so schon mal bei The Voice. Und ich fand die damals einfach schon total faszinierend und gut. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist die Pamela und sie hat gegen Andrew gesungen und ich würde sagen, wir hören da mal gemeinsam rein. Ich stopp schon kurz. Dieses langsame Vibrato, so oldschool, ich mag das total. Also was ich hier schon mal sagen kann, was ich total mag, was man jetzt schon merkt und was man nachher noch deutlicher merkt, ist, die nehmen sich nichts in der Power. Die haben beide wirklich Kraft, volle Stimmen, haben Power auch im Ausdruck. Und ich finde das so cool, weil es ist wirklich, man merkt, es ist ein Battle so. Sie kämpfen um was, es ist Energie dahinter, aber es ist trotzdem auf so einer schönen harmonischen Ebene. Gefällt mir mega. Was bei Andrew einfach cool ist, der hat eine relativ helle Klangfarbe und ich überlege gerade, weil ich finde, er hat eine ziemlich spezielle Stimme, ob ich eine Stimme kenne, an die er mich erinnert, aber nee, es ist irgendwie sehr, sehr eigenständig, oder? Kennt ihr einen Sänger, der so singt? Fällt euch da jemand ein? Falls ja, lasst mir einen Kommentar unten. Ich stopp schon wieder. Was man sagen muss ist, was mir so gefällt, ist auch, wie sie wirklich, die Pamela ist so drin, wie sie auch zum Beispiel den Mund aufmacht und das wird zum Beispiel so unterschätzt. Also es klingt total logisch und banal, aber hey, wenn man den Mund aufmacht, kann man einfach nochmal so viel mehr Lautstärke, Power holen und ihr Mund ist wirklich riesig. So cool, so gut. Die passen so gut zusammen. Fällt euch auf, dass ihr Vibrato praktisch gleich schnell ist. Das ist, also dieses kleine Wackeln auf der Note ist praktisch aufeinander abgestimmt. Also die auch gerade das Gefühl, dass vielleicht Andrew noch ein bisschen zurückhaltender war und dann guckt er zu Pamela und die geht ab und dann traut er sich auch noch ein bisschen mehr aus sich rauszukommen.
Das war ziemlich gerade, es war ein sehr süßer Moment. So, ich hatte das Gefühl, die pushen sich gegenseitig hoch. Ein mega cooles Battle. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also der Song gefällt mir halt auch gut. Ich weiß nicht, wer euer Favorit war. Lasst mir mal unten in den Kommentaren, wen ihr lieber mochtet. Ich muss sagen, ich finde die Pamela einfach wahnsinnig gut aus mehreren Gründen. Also ich meine, die Frau ist über 60. Das sieht man ihr nicht an. Das hört man ihr nicht an. Also die ist wirklich immer einfach dran geblieben. Schaut wahrscheinlich auch sehr zu sich und ihrem Körper. Also das kann man nicht leugnen. Da gibt es schon einen Zusammenhang zwischen Stimme und Körper. Singen ist auch Sport. Das heißt, man muss schon auch körperlich fit sein, gerade im Alter. Aber was man vor allem hört, ist so die Erfahrung. Ich habe das Gefühl, jeder Ton sitzt einfach total. Es kann ihr nichts etwas anhaben. Und sie ist einfach null unsicher. Jede hohe Note singt sie einfach so, das hört man einfach wahnsinnig raus, so diese Erfahrung. Und Andrew hatte auch eine sehr coole, eigenständige Stimme. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so das gewisse Etwas in der Performance. Ich habe das Gefühl, oder es ist nur so mein Eindruck, vielleicht ist er noch ein bisschen schüchtern. Ich glaube, wenn er so ein bisschen diese Schüchternheit ablegen würde, könnte da noch viel mehr kommen. Sind ja beide weitergekommen, beides coole Sänger und ich bin sehr, sehr gespannt, wo die oder wie die ihren Weg noch machen, wo sie ihr Weg hinführt. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch diesen Kanal und dann sehen wir uns ganz, ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.